etwas haben wir noch nie erlebt, oder? Dass wir über Wochen voneinander getrennt sind, man gar nicht genau weiß, wie geht das aus, was kommt am Ende, wie wird das sein? Und ich finde, gerade in solchen Zeiten ist dieser Bibelvers, den wir lesen in Römer 8, 28, so besonders wichtig, wo Gott sagt, dass bei denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken werden, weil sie nach seinem Vorsatz berufen sind. Und unser Herz fragt ja diese Frage, wie wird das ausgehen? Und da ist manchmal auch Angst und da ist Unsicherheit und da sind Fragen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir selber unserem Herzen immer genau wieder diesen Bibelvers sagen, dass bei denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten ausgehen werden, zum Guten mitwirken werden. Ich möchte uns einladen zu einer Reise durch das Markus-Evangelium. Diese Reise kann 31 Tage dauern und der Gedanke ist, dass egal wo du bist und egal wer du bist, wir an jedem Tag denselben Bibelvers gemeinsam lesen. Es gibt jeden Tag ein kleines Video mit Gedanken dazu. Du findest es auf unserer Homepage, bei YouTube oder bei Telegram und du kannst auf unserer Homepage auch ein paar Fragen hinunterladen, um noch tiefer in den Text einzusteigen. Was passiert eigentlich auf dieser Reise? Vielleicht bist du jemand, der noch gar nicht mit Jesus so richtig unterwegs ist, der ein bisschen distanziert ist. Und vielleicht wirst du Jesus in diesem Lesen vom Markus-Evangelium ganz neu begegnen. Du wirst verstehen, wer er ist, wie er ist und du spürst diese Einladung, die Jesus an dein Leben sagt, komm und lebe mit mir, sei mit mir unterwegs, folge mir nach, lass dich ganz ein. Wir werden lesen, dass Jesus genau deswegen kam, damit Menschen Gott kennen. Und vielleicht geschieht es zum ersten Mal, dass du sagst, ja Jesus, ich möchte mit dir leben. Vielleicht bist du aber auch jemand, der schon Jahre und Wochen und Monate mit Jesus Christus unterwegs ist, der sagt, ich bin Christ, ich lebe mit Jesus. Dann kann dein Gebet sein, Jesus, jetzt, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, berühre mein Herz ganz neu. Leg etwas ganz neu hinein von dir, wer du bist und was du über mein Leben denkst. Manchmal ist es ja auch so, dass sich in unser Leben so Dinge einschleichen, wo wir merken, oh, ich habe eigentlich diese Freiheit, die Jesus mir einmal geschenkt hat, verloren oder ich bin noch gar nicht wirklich frei geworden. Vielleicht geschieht es in dieser Zeit, dass Jesus dir die Möglichkeit schenkt, durch das Beten und Lesen frei zu werden, Freiheit zu erleben, Freiheit zu finden. Auch heute in dem Text, den wir lesen, Markus 1, die ersten 13 Verse, geht es um dieses Versprechen, dass Jesus durch und mit dem Heiligen Geist in unser Leben hineinkommen will, ganz, ganz kräftig, ganz stark, ganz dynamisch da sein will. Und vielleicht stellt dir Jesus und bestimmt stellt dir Jesus beim Lesen des Markus-Evangeliums die Frage, wo du ganz neu herausgefordert bist, von ihm auch Verantwortung zu übernehmen, neu dein Leben zu gestalten, anders zu leben. Wie kann diese Reise eigentlich aussehen durch das Markus-Evangelium? Ich lade euch ein, euch ein Notizbuch zu besorgen und jeden Tag etwas aufzuschreiben, darüber zu lesen, in dem Text heute Morgen, was habe ich eigentlich erkannt, wie ist Jesus eigentlich? Wer ist er? Was bedeutet das für mein Leben? Du kannst diese Zeit beginnen, indem du betest und sie beenden, indem du betest und darauf hörst, was Jesus in deinem Herzen tut. Und es wäre super, wenn du dich unterwegs austauschst mit Leuten, vielleicht lebst du in einer WG oder in einer Familie oder mit Freunden oder du hast Bekannte im Haus, darüber zu sprechen, was bedeutet das eigentlich, was ich heute hier bei Markus gelesen habe. Und vielleicht magst du auch soziale Medien nutzen, wie deine WhatsApp oder Skype oder Telegram, um mit Leuten zu sprechen, was heute eigentlich passiert ist bei dir, wenn du diesen Text liest. Dies heute ist unser erstes Video. Es wird ein bisschen länger, die nächsten werden kürzer, außer am Sonntag. Dort bekommt ihr wieder ein längeres Video. Wie beginnt eigentlich das Markus-Evangelium? Wenn wir in unsere Bibel reinschauen, in Vers 1 steht dort, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das Wort Evangelium ist nun kein Wort, was sich die Christen ausgedacht haben. Das Wort Evangelium war bekannt. Immer dann, wenn ein neuer Kaiser in Rom eingesetzt wurde, sagte man, dies ist das Evangelium dieses Kaisers. Herolde verkündigten das Evangelium des Kaisers Tiberius Augustus. Und es bedeutet immer, jetzt beginnt etwas Neues, etwas Gewaltiges
und etwas Göttliches. Und vielleicht kann man sich vorstellen, welche Bedeutung, welche Brisanz für die Menschen damals das hatte, als Markus jetzt sagte, dies ist das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Es beginnt etwas Neues, etwas Starkes und etwas wirklich Göttliches. Und Markus sagt, in den nächsten 16 Kapiteln werde ich euch genau das erklären. Und in dem Text, in dem ihr heute lest, Markus 1, 1 bis 13, wird genau dieses Neue und dieses Starke schon beschrieben. Wenn ihr in den Text reinschaut, da ist die Rede vom Evangelium, von der Taufe, dass der Heilige Geist kommt, dass die alten Prophetien erfüllt werden, eine Stimme vom Himmel. Jesus ist in der Wüste im Konflikt mit ganz anderen Mächten und er geht siegreich aus diesem Konflikt hervor. Es gibt unterstützende Engel, es ist die Rede von wilden Tieren. Und damals im Judentum bedeuteten, dass wilde Tiere dich nicht erfassen und angreifen, das ist über deine Stärke und deine Kraft und das, wer du bist. Also Markus will deutlich machen, es geht hier nicht um irgendetwas oder irgendjemand, sondern es geht um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Etwas Neues, etwas Starkes, etwas ganz Besonderes beginnt jetzt durch ihn. Der Messias ist da, Jesus, Gottes Sohn selber. Und genau das wird der rote Faden im gesamten Markus-Evangelium sein, dass hier in Jesus Gottes Kraft und Stärke sichtbar wird, die eingreift, die handelt, die Leben verändert. Und gleichzeitig wir in Berührung kommen mit den ganz tiefen und grundlegenden Fragen unseres Lebens und auch herausgefordert werden, uns ganz neu dazu zu stellen. Ich wünsche euch ganz viele starke Momente im Lesen des Markus-Evangeliums und auch heute gute Erfahrungen beim Lesen von Markus 1, die Verse 1 bis 15. Übrigens, dieser Zuspruch, den der Vater Jesus bei seiner Taufe gibt, ist auch der Zuspruch, den Gott in dein Leben hineinspricht.